Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt, die von der Kirche des ewigen Gottes produziert wird. Ich möchte mich heute mit Ihnen ein wenig unterhalten über die Verwandten Jesu Christi. Nun meinen Sie nicht, dass Sie die Antwort bereits kennen, denn viele falsche Ideen und Missverständnisse kursieren innerhalb des orthodoxen Christentums, gerade im Hinblick auf diese Frage. Und so möchte ich heute beginnen, im Matthäusevangelium ein wenig zu lesen und Ihnen zu zeigen, was die Bibel eigentlich über die Verwandten Jesu Christi, auch über seine Mutter und seinen Vater, zu sagen hat. Wenn Sie mit mir Matthäus Kapitel 1 aufschlagen, dann lesen wir, angefangen in Vers 1, über den Stammbaum Jesu Christi. Aber was wir wissen müssen ist, dass in diesem Kapitel, im Matthäusevangelium, der Stammbaum Jesu Christi von seinem Stiefvater Josef beschrieben ist. Und dies wird deutlich in Vers 16 von Matthäus 1, wo es heißt, Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Also beachten Sie, es ist Josef, der hier erwähnt wird, dessen Stammbaum hier beschrieben wird. Und es war Jakob, der den Josef zeugte. Mit anderen Worten, Jakob war der Vater von Josef. Das ist deshalb wichtig zu bemerken, weil wir uns im Lukas-Evangelium ebenfalls einen Stammbaum anschauen wollen. Und zwar in Lukas Kapitel 3, der aber nicht den Stammbaum von Josef beschreibt. Wenn wir uns Lukas Kapitel 3 anschauen und dann in Vers 23, da finden wir eine interessante Feststellung. Auch hier geht es um den Stammbaum Jesu. Aber hier heißt es in Vers 23 von Lukas 3, und Jesus war, als er auftrat, etwa 30 Jahre alt und wurde gehalten für einen Sohn Josefs, der war ein Sohn Elis. Nun, wir sehen sogleich, dass es hier einen Konflikt gäbe, wenn auch hier im Lukas-Evangelium der Stammbaum durch Josef beschrieben würde. Denn Matthäus hatten wir gelesen, dass es Jakob war, der Josef zeugte. Hier heißt es aber, wie es hier übersetzt ist, dass er gehalten wurde für einen Sohn Josefs, der war ein Sohn Elis. Aber Eli war nicht Jakob. Sehen Sie hier den Widerspruch. Von daher wird es deutlich, dass im Lukas-Evangelium es keineswegs um den Stammbaum Jesu durch Josef geht, sondern es geht hier um den Stammbaum durch seine Mutter Maria. Lukas 3 und Vers 23 sollte dem griechischen Urtext gemäß wie folgt übersetzt werden. Und Jesus, als er auftrat, etwa 30 Jahre alt, was jetzt kommt, sollte in Klammern gesetzt werden und wurde gehalten für einen Sohn Josefs, Klammer zu. Das war also ein Gedanke, der eingefügt wurde, um zu zeigen, dass Christus nicht wirklich der Sohn Josefs war, sondern, wie wir wissen und noch sehen werden, natürlich der Sohn Gottes. Nachdem also die Klammer jetzt zugemacht wurde, geht es weiter, der war, und ein Sohn steht nicht im Griechischen, der war Elis. Mit anderen Worten, es war Jesus Christus, der durch Maria von Eli abstammte. Denn Eli war der Vater Marias. So sehen wir also hier, dass es bei dem Lukas-Evangelium um die Abstammung Jesu Christi durch Maria geht. Während im Matthäus-Evangelium es um die Abstammung Jesu Christi durch seinen Stiefvater Josef geht. Denn Christus wurde in der Tat damals als ein Sohn Josefs angesehen. Schauen wir uns dies in Lukas Kapitel 4 und in Vers 22 an. Lukas Kapitel 4 und in Vers 22. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich, dass solche Worte der Gnade aus seinem Munde kamen und sprachen, ist das nicht Josefs Sohn? Also er wurde klar angesehen als jemand, der eben von Josef abstammte. Die Idee, dass er in übernatürlicher Weise durch Maria
gezeugt und geboren wurde. Diese Idee wurde natürlich damals vom Judentum nicht akzeptiert. In Johannes Kapitel 6 lesen wir die Verse 41 und 42. Johannes Kapitel 6, angefangen in Vers 41. Da murrten die Juden über ihn, weil er sagte, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Also er geht natürlich klar davon aus und er verkündet auch, dass er direkt aus dem Himmel gekommen ist, dass er gezeugt wurde im Mutterleibe Marias durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das wurde natürlich nicht akzeptiert. Vers 42. Und sie sprachen, ist dieser nicht Jesus, Josefs Sohn, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wieso spricht er dann, ich bin vom Himmel gekommen? In Johannes Kapitel 1 wird dann noch folgende interessante Stelle gebracht. Johannes Kapitel 1 und Vers 45. Da lesen wir über Philippus und er findet Nathanael und er spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und dann, wenn wir uns jetzt Vers 49 ansehen, nachdem Nathanael zuerst Schwierigkeiten hatte, dies zu glauben und dann Jesus ihm etwas sagte, was nur Jesus übernatürlicherweise wissen konnte, Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Schauen Sie, er sagt nicht, du bist der Sohn Josefs, er sagt, du bist Gottes Sohn. Er erkannte jetzt die übernatürliche Herkunft Jesu Christi. Hat das Jesus in irgendeiner Form bezweifelt? Lesen wir Vers 50. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst. Du glaubst was? Nun, du glaubst, dass ich Gottes Sohn bin. Du glaubst, dass ich der König von Israel bin. Und du hast recht damit. Er sagt, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres als das sehen. Vers 51. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über dem Menschensohn. Denn Jesus Christus war beides. Er war der Sohn Gottes, aber er wurde ja auch ein Mensch. Und von daher hat er sich auch immer wieder als Menschensohn bezeichnet. Wir sehen also, dass der Stammbaum in Matthäus die legale Abstammung Christi durch seinen Stiefvater Josef beschreibt, während der Stammbaum in Lukas die reale Abstammung beschreibt durch seine Mutter Maria. Nun, es ist interessant, wenn wir uns die Abstammung Jesu durch Josef anschauen, und zwar im Matthäus-Evangelium, dass er von Frauen abstammt, die Ehebruch betrieben haben oder die Nicht-Israeliten waren. Denken wir an Bathsheba, die spätere Frau von David, wo aber zunächst natürlich Ehebruch bestand. Oder denken wir auch an Ruth, die den Boas heiratete, die aber eine Moabiterin war. Matthäus Kapitel 1, angefangen in Vers 18. Matthäus Kapitel 1 und angefangen in Vers 18. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Wir sehen hier, wenn wir diese Stelle deutlich uns vergegenwärtigen, dass Maria und Josef bereits als Mann und Frau bezeichnet werden. Sie waren, wie es heißt, vertraut. Man könnte heute vielleicht an die Verlobung denken, aber die Verlobung ist sehr viel schwächer im Hinblick auf den Zustand des Vertrautseins, wie er im Judentum, im damaligen Judentum praktiziert wurde. Sie wurden hier bereits schon als Mann und Frau angesehen. Sie waren bereits ein Ehepaar. Aber die Ehe war noch nicht vollzogen.
Schauen Sie, die revidierte Lutherbibel schreibt in ihrer Anmerkung unter Verlobung: Die jüdische Verlobung stellt ein rechtsverbindliches Eheversprechen dar. Die eheliche Gemeinschaft wird erst nach der Heimholung der Braut durch den Bräutigam, das heißt nach der Hochzeit, aufgenommen. Mit anderen Worten, ein Vertrag bestand bereits, ein Ehevertrag. Die wurden bereits als Mann und Frau angesehen in dem Zustand des Vertrautseins, aber die Ehe war noch nicht vollzogen worden. Mit anderen Worten, Geschlechtsverkehr hatte noch nicht stattgefunden. Erdmanns Handbuch zur Bibel schreibt: Dies war rechtlich bindend und konnte nur durch Scheidung aufgelöst werden. Also wenn man miteinander vertraut war, dann war dies bereits ein Ehevertrag. Und er konnte nur durch eine Scheidung aufgelöst werden. Das war ein rechtlich verbindlicher Vertrag. Aber wie gesagt, die Ehe war noch nicht vollzogen worden. Und da Maria bereits vor der Hochzeit, vor dem Vollzug der Ehe, durch Gottes Geist schwanger war, da glaubten natürlich die Juden später, Maria habe Unzucht getrieben. Sie habe bereits mit Josef Geschlechtsverkehr gehabt vor dem Vollzug der Ehe bei der Hochzeit. Und Jesus sei dann eben durch Unzucht geboren worden. Schauen wir uns dies in Johannes Kapitel 8 an und in Vers 41. Johannes Kapitel 8 und in Vers 41. Jesus sagt zu den Juden: Ihr tut die Werke eures Vaters. Und da sprachen sie zu ihm: Wir sind nicht unehelich geboren. Also nicht so wie du. Wir haben einen Vater, Gott. Nun, Christus sagte den Juden, dass sie die Werke ihres Vaters taten, und er bezog sich hier auf Satan, den Teufel. Und die hatten das möglicherweise auch in gewisser Weise erkannt, dass das die Aussage Christi war. Und so kommen sie natürlich sofort zurück und sagen: Ja, wir haben einen Vater, das ist Gott, aber du bist unehelich geboren. Und auch als Johannes erfuhr, dass Maria schwanger war, dachte er daran, sie heimlich zu verlassen. Er hatte natürlich zunächst auch nicht geglaubt, dass Maria durch den Heiligen Geist schwanger geworden war. Er hatte auch geglaubt, dass Maria Unzucht getrieben hatte. Er wusste, dass er keinen Geschlechtsverkehr mit Maria hatte. Von daher ging er davon aus, dass Maria mit jemand anderem Geschlechtsverkehr gehabt haben müsse. Und so lesen wir hier, dass er gedachte, sie heimlich zu verlassen. Nun, das zeigt auch wiederum einen interessanten Charakterzug von Josef auf. Es heißt, er war fromm. Und er wollte Maria nicht in Schande bringen, wie wir dies in Matthäus 1 und Vers 19 gelesen haben. Das heißt, er wollte heimlich handeln. Er war nicht daran interessiert, die vermeintliche Sünde Marias in alle Welt hinaus zu posaunen. Wenn wir vielleicht ein Charaktermerkmal eines Menschen uns anschauen wollen, der fromm ist, wie das hier von Josef gesagt wird, dann kann man auch davon ausgehen, dass man sich sehr hüten sollte, die Sünden anderer, die einem vielleicht bekannt sind, weiter zu übermitteln an alle Welt und einen solchen Menschen dann in Schande zu bringen. Überhaupt ist interessant, dass sowohl Josef als auch Maria fromme Leute waren. Leute, die die Gesetze Gottes hielten. Und zwar alle Gesetze, die damals noch in Kraft waren, einschließlich der Opfergesetze, einschließlich der Ritualgesetze, die ja erst mit dem Tode Jesu Christi abgeschafft wurden. Jesus wuchs in einer Familie auf, die gesetzestreu lebte. In Lukas Kapitel 2 lesen wir angefangen in Vers 21. Lukas Kapitel 2, angefangen in Vers 21. Und als 8 Tage um waren und man das Kind beschneiden musste, gab man ihm den Namen Jesus, wie er genannt war von dem Engel, ehe er Mutterleibe empfangen war. Und als die Tage der Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen, wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn: Alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn. Schauen Sie, es heißt ja nicht im Gesetz des Mose, es heißt im Gesetz des Herrn. Denn alle die Gesetze, auch im Alten Testament, waren von Gott gegeben worden.
Und so heißt es hier im Gesetz des Herrn, Vers 24, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Auch in Vers 27 lesen wir, und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es der Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er, also dieser gottesfürchtige Simeon, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Wir sehen also hier, dass Josef und Maria die alttestamentlichen Gesetze hielten. Und zwar so gut, wie sie konnten. Wir lesen auch in Lukas Kapitel 2 und in Vers 39. Lukas Kapitel 2 und Vers 39. Und als sie alles vollendet hatten, nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie wieder zurück nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth. Auch in Vers 41. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem und seine Eltern wussten es nicht. Und sie meinten aber, in Vers 44, er wäre unter den Gefährten. Kehren wir zurück zu Vers 41, wo es hieß, und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Also auch hier lesen wir, dass Maria und Josef das Passafest hielten. Nun, interessanterweise ist das Passafest nach wie vor heute verbindlich. Es steht nirgendwo in der Bibel geschrieben, dass die jährlichen Festtage, und das Passafest war eins der jährlichen Festtage, abgeschafft worden sein soll. Sicherlich hat Christus dem Passafest neue Symbole hinzugefügt. Das Brot, den Wein. Aber gleichwohl ist das Passa, wie wir im Neuen Testament auch lesen, nach wie vor mit den neuen Symbolen zu halten. Was ich hier herausstellen möchte, ist, dass Maria und Josef gesetzestreu waren. Sie lebten nach dem Gesetz Gottes, auch nach den Ritualgesetzen, die damals noch verbindlich waren. Gott hatte nicht eine Familie ausgewählt, in der Jesus Christus aufwachsen sollte, die total dem Gesetz ungehorsam war. Gott hat sehr sorgfältig die Eltern von Jesus ausgewählt. Und er hat sie ausgewählt im Hinblick auf die Tatsache, dass sie gesetzestreue und fromme Menschen waren. Das alles bedeutet jedoch nicht, dass uns die Bibel sagt, dass Maria und auch Josef zum Zeitpunkt des irdischen Lebens Jesu Christi bekehrt wurden. Davon finden wir in der Bibel nichts geschrieben. Doch kehren wir zunächst nochmal zu dem Bericht des Matthäus zurück. Denn wie Matthäus die Abstammung Jesu durch Josef beschreibt, so spielt überhaupt bei Matthäus im Anfang Josef eine dominierende Rolle. Mehr als Maria. Und das liegt daran, dass Matthäus herausstellen will, dass Josef der Führer in der Familie war, der die Familie leitete, auf dem die Verantwortung der Leitung der Familie ruhte. Er war das Haupt der Familie, nicht etwa Maria, wie dies vielleicht heute in gewissen Kreisen fälschlich dargestellt wird. In Matthäus Kapitel 1 und Vers 20. Matthäus Kapitel 1 und Vers 20. Als er, Josef, das noch bedachte, der wollte also jetzt, wie wir gesehen hatten, Maria heimlich verlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Diese Stelle hatten wir schon gelesen. Ich deute noch einmal darauf hin, dass es hier ein Engel war, der Josef direkt im Traum erschien. Wir lesen auch in Vers 21, dass Josef gesagt wird, dass er das Kind Jesus nennen solle. Vers 21, sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten oder heilen von ihren Sünden. Deswegen ist Jesus auch der Heiland, der uns von unseren Sünden erretten soll. Dadurch, dass er starb, dadurch, dass wir seinen Opfertod anerkennen, akzeptieren, an ihn glauben, dadurch Vergebung für unsere Sünden erhalten können, wenn wir sie bereuen. Also Josef sollte dem Kind den Namen Jesus geben. Nun, in Lukas Kapitel 1 finden wir, dass der Engel Maria erscheint.
Lukas Kapitel 1 und Vers 31. Lukas Kapitel 1 und Vers 31. Und da sagt der Engel zu Maria: Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Also hier lesen wir, dass es Maria gesagt wird, dass sie den Knaben mit dem Namen Jesus benennen soll. Schauen wir uns nun Lukas 2 und Vers 21 noch einmal an. Lukas 2 und Vers 21. Und als 8 Tage um waren und man das Kind beschneiden musste, gab man ihm den Namen Jesus, wie er genannt war von dem Engel, ehe er im Mutterleibe empfangen war. Wenn wir also alle diese Stellen zusammennehmen, dann ergibt sich natürlich, dass beide, sowohl Josef als auch Maria, darin übereingekommen sind, aufgrund der englischen der Visionen der Engel, dass der Knabe mit dem Namen Jesus bedacht werden sollte. Es sollte also kein Zweifel daran bestehen bleiben, welchen Namen Christus haben sollte. Doch wie gesagt, im Buch Matthäus spielt Josef am Anfang die vornehmliche und vorherrschende Rolle. Kehren wir zu Matthäus 1 zurück und lesen wir Vers 25. Matthäus 1 und Vers 25. Und er berührte sie nicht. Darauf werden wir gleich noch eingehen. Er hatte also keinen Geschlechtsverkehr mit ihr, bis sie einen Sohn gebar. Und er, Josef, gab ihm den Namen Jesus. Hier wird wiederum die Führereigenschaft von Josef herausgestellt. Matthäus 2, angefangen in Vers 13. Als sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage, denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten. Also hier erscheint der Engel dem Josef im Traum und gibt ihm Anweisungen. Matthäus Kapitel 2, angefangen in Vers 13. Das hatten wir gerade gelesen. Lesen wir jetzt Vers 19. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum in Ägypten und sprach: Stehe auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und ziehe hin in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und kam in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus in Judäa König war anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu gehen, und im Traum empfing er Befehl von Gott und zog ins galiläische Land und kam und wohnte in einer Stadt mit Namen Nazareth, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten: Er soll Nazaräer heißen. Nicht Nazariter, es geht hier nicht um das nazaretische Gelübde, es geht darum, dass er in der Stadt Nazareth aufwuchs. Und dass er von daher ein Nazaräer genannt würde. Also wir sehen hier wiederum, wie Gott durch einen Engel, möglicherweise auch hier in der letzten Passage direkt, mit Josef verkehrt. Kehren wir noch einmal zu Matthäus 1 zurück und lesen wir noch einmal die Verse 22 und 23. Matthäus 1, angefangen in Vers 22. Wir hatten gerade gelesen, dass Jesus sein Volk von ihren Sünden oder seinen Sünden retten würde. Vers 22. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, und jetzt zitiert er Jesaja Kapitel 7, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt: Gott mit uns. Auch Vers 25, das hatten wir eben schon gelesen. Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar. Und er gab ihm den Namen Jesus. Nun, hier lernen wir etwas sehr Bedeutsames über Maria. Zunächst einmal heißt es in Vers 23, sie war eine Jungfrau.
In anderen Worten, Jesus Christus wurde von der Jungfrau Maria geboren. Es war kein Geschlechtsverkehr, der stattgefunden hatte vor der Geburt Jesu Christi. Aber dies heißt nicht, dass Geschlechtsverkehr in der Ehe in irgendeiner Form verkehrt sei oder befleckt sei. Es heißt auch nicht, dass Maria für die Zeit ihres Lebens Jungfrau blieb. Es heißt, er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar. Das Wort bis zeigt an, dass ein Zustand endet und ein neuer Zustand beginnt. Schauen wir uns zum Beispiel Matthäus 2 und Vers 15 an. Matthäus 2 und Vers 15. Eine Stelle, die wir gerade gelesen hatten, im anderen Zusammenhang. Josef blieb dort bis nach dem Tod des Herodes. Also er blieb in Ägypten bis nach dem Tod des Herodes. Aber nachdem Herodes gestorben war, hat er sich dann wiederum aus Ägypten entfernt. Matthäus 5 und Vers 26 gibt uns ein weiteres Beispiel. Matthäus 5 und Vers 26, ein Gleichnis, das Christus hier bringt. Und er sagt, wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort aus dem Gefängnis herauskommen, bis du auch den letzten Pfennig bezahlt hast. Und nachdem der Schuldner den letzten Pfennig seiner Schuld bezahlt hat, dann konnte er natürlich aus dem Gefängnis heraus, aus der Schuldenhaft sozusagen, entlassen werden. Also wenn Josef die Maria nicht berührte, bis sie ihren ersten Sohn gebar, zeigt dies, dass er sie berührte, nachdem sie Jesus Christus geboren hatte. Mit anderen Worten, die Ehe wurde dann nach der Geburt Jesu Christi vollzogen. Und zwar gemäß dem Gebot Gottes, fruchtbar zu sein, sich zu vermehren. Und das bedeutet auch, dass Jesus Christus weitere Brüder und Schwestern hatte. In Lukas Kapitel 2 lesen wir die Verse 6 und 7. Lukas Kapitel 2, die Verse 6 und 7. Als sie dort waren, da kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Sie gebar ihren ersten Sohn. Die alte Lutherbibel und andere Übersetzungen schreiben hier auch ihren erstgeborenen Sohn. Das griechische Wort hier für erster oder erstgeborener ist prototokon. Und das heißt nicht einzig. Das heißt erstgeboren oder erster Sohn, was voraussetzt, dass weitere Söhne folgen würden. Das Wort für einzig ist ein ganz anderes Wort. Das ist das Wort monogenes. Das wird auch in der Bibel erwähnt. In Lukas Kapitel 7. Lukas Kapitel 7 und Vers 12, nur als Beispiel zu sehen. Lukas Kapitel 7 und Vers 12. Da lesen wir, und es geht um den berühmten Jüngling zu Nain. Als er aber nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der einzige Sohn seiner Mutter war. Hier wird das Wort monogenes gebraucht, aber das wird eben, wie gesagt, in Lukas 2 nicht gebraucht. Der war also der einzige Sohn seiner Mutter. Sie war eine Witwe. Und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr. Und dann lesen wir von der Auferstehung des Jünglings, der also dann wieder zum Leben von Jesus Christus erweckt wurde, zu physischem Leben. Wir sehen also hier, dass es bei Jesus Christus um den ersten Sohn ging, nicht um den einzigen. In Matthäus Kapitel 13, in Matthäus Kapitel 13 lesen wir angefangen in Vers 53. Matthäus Kapitel 13 und angefangen in Vers 53. Da heißt es, und es begab sich, als Jesus diese Gleichnisse vollendet hatte, dass er davon ging und kam in seine Vaterstadt. Achten Sie darauf, das war die Stadt, wo er groß geworden ist. Und er lehrte sie in ihrer Synagoge, sodass sie sich entsetzten
und fragten: Woher hat dieser solche Weisheit und solche Taten? Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns, also der Sohn Josefs? Heißt nicht seine Mutter Maria? Und sind seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas? Und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Woher kommt ihm denn das alles? Also wir sehen hier, dass vier Brüder Jesu namentlich erwähnt werden. Und es wird dann auch gesagt, dass seine Schwestern alle bei ihnen waren. Nun, das Wort alle scheint anzudeuten, dass Christus zumindest drei Schwestern hatte. Wenn es sich nur um zwei Schwestern gehandelt hätte, dann hätte man möglicherweise nicht gesagt alle, sondern sind nicht beide bei uns. Aber auf alle Fälle waren es mehr als nur eine Schwester. So hatte er also wenigstens vier Brüder und zumindest zwei, in aller Wahrscheinlichkeit nach drei oder sogar noch mehr, Schwestern. Die Parallelstelle findet sich in Markus Kapitel 6 und in Vers 3. Markus Kapitel 6 und Vers 3. Und da heißt es auch wiederum: Ist das nicht der Zimmermann, Marias Sohn? Und der Bruder des Jakobus und des Josefs und des Judas und des Simon? Sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Nun, einige haben gesagt, dass es sich bei den Brüdern und Schwestern nicht um leibliche Geschwister handelte, sondern um Christi Jünger, das heißt um geistliche Brüder und Schwestern. Aber wie wir noch sehen werden, ist das eine unrichtige Übersetzung oder zumindest eine unrichtige Darstellung. Einige haben gesagt, dass es sich bei den Brüdern und Schwestern lediglich um Vetter und Cousinen gehandelt haben solle. Aber auch diese Deutung ist verkehrt, denn das griechische Wort für Bruder, wie es hier in Matthäus 13 und Vers 55 gebraucht wird, das ist das Wort Adelphos. Adelphos. Und es wird auch in anderen Stellen gebraucht, wie in Matthäus 1 und Vers 2 oder Kapitel 4 und Vers 21. Und es wird immer auch durchweg mit Bruder übersetzt. Das Wort Vetter ist ein anderes griechisches Wort, nämlich das Wort Ex Adelphos. Wörtlich übersetzt heißt es eben von Brüdern. Also kein Bruder, sondern jemand, der aus einem Bruder dann herausgekommen ist, sozusagen. Aber dieses Wort für Vetter wird eben im Hinblick auf die Brüder Jesu Christi gerade nicht gebraucht. Nun, andere haben auch gesagt, dass möglicherweise diese Brüder und Schwestern aus einer Ehe von Josef stammten, dass der Josef früher verheiratet war, dass dann irgendwie seine Frau gestorben ist oder möglicherweise sogar geschieden worden ist. Und dann sind aus dieser ersten Ehe diese Brüder und Schwestern entstanden, und das waren dann also mehr oder weniger dann die Brüder und Schwestern von Josef. Und die ganze Idee ist eben die, dass man behaupten will, dass Maria Zeit ihres Lebens eine Jungfrau geblieben ist. Nun, diese Vorstellung, zunächst einmal ergibt sich nichts aus der Bibel, dass Josef vorher bereits schon verheiratet gewesen sein soll. Aber sie entspricht ja auch nicht unbedingt dem Verständnis dieser Leute, die diese Idee vorbringen, weil sie ja sagen, dass der Geschlechtsverkehr irgendwie mit einem Makel behaftet sei. Dass also Maria keinen Geschlechtsverkehr gehabt haben soll, ihr ganzes Leben hindurch. Aber mit dem gleichen Atemzug wird dann gesagt, ja, aber der Josef, der hatte bereits schon Geschlechtsverkehr in einer vorhergehenden Ehe. Also ich meine, das ist ja doch sehr widersprüchlich, aber wie gesagt, in der Bibel findet sich keinerlei Hinweis darauf, dass es sich bei den Brüdern und Schwestern um Kinder Josefs aus der ersten Ehe gehandelt haben soll. Und es waren auch nicht seine Vettern. Und es ist auch kein Bezug hier zu sehen auf seine Jünger. Der Grund ist zum Beispiel auch darin zu sehen, dass seine Brüder zum Zeitpunkt des irdischen Lebens Jesu Christi gar nicht an Christus glaubten. Die waren gar nicht seine Jünger. Von daher, wenn hier von den Brüdern die Rede ist, kann es nicht sich um die Jünger Christi gehandelt haben. Matthäus Kapitel 12, angefangen in Vers 46. Matthäus Kapitel 12, angefangen in Vers 46. Als er noch zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen, die wollten mit ihm reden.
Da sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er aber antwortete und sprach zu dem, der es ihm ansagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte die Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe, da das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Er macht hier einen deutlichen Unterschied zwischen seinen Jüngern, seinen geistlichen Brüdern sozusagen und seinen physischen Brüdern, die zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht seine Jünger waren. Interessant ist auch, dass er Maria hiermit einschließt und auch hier deutlich macht, dass zum damaligen Zeitpunkt Maria noch nicht zu seinen Jüngern gehörte. Vers 50. Denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Nun, Maria war eine fromme Frau, wie wir gelesen haben. Die hielt das Gesetz, wie wir gelesen haben, aber sie hielt es eben den Buchstaben nach. Aber Christus kam, um das Gesetz herrlich und groß zu machen. Er kam, um uns den geistlichen Sinn des Gesetzes zu vermitteln, dass wir nicht nur alleine den Buchstaben zu halten haben, sondern auch die geistliche Motivation mit einbeziehen müssen. Zum Beispiel nicht nur dürfen wir einen Menschen nicht töten, sondern wir dürfen ihn noch nicht einmal hassen. Nicht nur dürfen wir keinen Ehebruch begehen, wir dürfen noch nicht einmal eine andere Ehefrau ansehen, ihrer zu begehren. Schauen Sie, dies waren Dinge, die über den Buchstaben des Gesetzes hinausgingen. Das waren Dinge, die damals scheinbar von den Brüdern und auch Maria nicht gesehen worden sind. Natürlich ging es auch um weitere Fragen, warum Christus überhaupt kam, das Evangelium vom Reich Gottes zu verkünden, etwas, was damals auch noch nicht begriffen worden ist. Christus macht ja auch deutlich in dieser Stelle, dass er seiner Mutter und seinen Brüdern nicht gestattete, ihn davon abzuhalten, das Wort Gottes zu leben und zu lehren. Denn die kamen nämlich, um ihn davon abzuhalten, weiter zu predigen. Und deswegen hat Christus so reagiert. Lukas Kapitel 8. Lukas Kapitel 8, angefangen in Vers 19. Lukas Kapitel 8 und angefangen in Vers 19. Es kamen aber seine Mutter und seine Brüder zu ihm und konnten wegen der Menge nicht zu ihm gelangen. Da wurde ihm gesagt, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen. Also der war scheinbar in einem Haus und hat dort gepredigt und seine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sehen. Und Vers 21, er antwortete und sprach zu ihnen, meine Mutter und meine Brüder sind diese, also er sprach jetzt von denen, die jetzt ihm zuhörten, die Gottes Wort hören und tun. Aber sie wollten ihn sehen. Warum wollten sie ihn sehen? Nun, einige sagen ja vielleicht deshalb, weil er eben sehr oft auf Reisen war, durch Gebiete zog, dort das Evangelium predigte. Die hatten also jetzt nicht die Möglichkeit, ihn oft zu sehen. So kamen sie also jetzt, um ihn zu sehen. War das der einzige Grund? Nun, die Bibel zeigt an, dass da noch mehr dahinter steckte. Wieso standen seine Mutter und seine Brüder draußen, während Christus im Hause predigte? Nun kehren wir zu Markus zurück. Markus Kapitel 3. Markus Kapitel 3. Und lesen wir angefangen in Vers 20. Markus Kapitel 3, angefangen in Vers 20. Und er ging in ein Haus. Nun, es wird hier nicht in dieser Stelle sehr deutlich identifiziert, um was für ein Haus es sich handelte. Es könnte durchaus ein eigenes Haus gewesen sein. Die Bibel zeigt nämlich deutlich auf, dass Christus keineswegs ein Vagabund war, der nirgendwo irgendwie eine Stätte hatte, wo er schlafen konnte. Es gibt zwar eine Stelle, wo jemand zu ihm kam und sagte, Meister, ich will dir folgen. Und Christus sagt, der Menschensohn hat nicht eine Stätte, wo er sein Haupt niederlegen kann. Aber das war im Zusammenhang gesagt, als er durch Samaria zog und die Samariter ihm keine Unterkunft gewähren wollten. Das ist nicht gemeint, dass er überhaupt nirgendwo ein Haus hatte oder irgendwo leben konnte. Es kann natürlich sich hier auch um das Haus der Schwiegermutter des Petrus gehandelt haben. Wir lesen ja im Anfang des Evangeliums, dass Christus die Schwiegermutter des Petrus heilte, als sie krank da niederlag. Und er ist dann auch häufig in das Haus gegangen, der Schwiegermutter des Petrus. Interessanterweise ist auch, dass Petrus also dann verheiratet war und dass er nach wie vor auch nach der Auferstehung Jesu Christi seine Frau mit sich führte. Denn Paulus spricht davon
im 1. Korintherbrief, in anderen Stellen, dass Petrus oder auch Kephas, wie er genannt wird, im Aramäischen, seine Frau mit sich führte auf seinen Reisen. Aber hier sehen wir, dass also Christus jetzt in einem Haus war, Vers 20, und da kam abermals das Volk zusammen, so dass sie nicht einmal essen konnten. Und als es die Seinen hörten, wer ist mit den Seinen gemeint? Nun, die Brüder, die Schwestern, seine Mutter. Josef wird nicht mehr erwähnt, möglicherweise deshalb, weil er vor dem öffentlichen Auftreten Jesu Christi verstorben war. Die Idee ist jedenfalls möglich, weil wir keinerlei Hinweis mehr auf Josef finden, nach der Erzählung, dass der 12-jährige Jesus im Tempel war. Später wird noch über Josef gesprochen, aber Josef selbst wird nicht mehr erwähnt. Aber hier wird also von den Seinen gesprochen. Und als die Seinen das hörten, da machten sie sich auf und wollten ihn festhalten. Denn sie sprachen, er ist von Sinnen. Also die Seinen kamen nicht nur zu dem Haus, um ihn zu sehen, weil er öfters auf Reisen war. Die meinten, er sei wahnsinnig geworden, von Sinnen. Die wollten ihn davon abhalten, zu predigen. Wir sehen deutlich, die hatten nicht die Idee, die Vorstellung, dass Jesus Christus hier das Wort Gottes predigte und dass man ihm glauben müsse. In Vers 31. Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Scheinbar im Zusammenhang, weil sie meinten, er sei von Sinnen. Die Bibel zeigt deutlich, dass die Brüder Jesu Christi nicht an Jesus Christus glaubten. Nicht zu dem Zeitpunkt, als Jesus Christus hier als Mensch auf Erden lebte. In Johannes Kapitel 7. Johannes Kapitel 7, angefangen in Vers 2. Johannes Kapitel 7 und angefangen in Vers 2. Es war nahe das Laubhüttenfest der Juden. Nun auch das Laubhüttenfest ist eines der jährlichen Festtage, die heute nach wie vor von Christen zu halten sind. Es gibt nämlich 7 jährliche Festtage. Das Laubhüttenfest ist eines von diesen Festtagen. Nirgendwo wird geschrieben, dass dieses Gesetz abgeschafft sein soll. Nun, es wird hier das Laubhüttenfest der Juden genannt, zunächst einmal deshalb, weil nur die Juden damals es hielten. Die Griechen, die Heiden hielten es natürlich nicht. Und dann aber auch, weil die Juden so einige Dinge da hinzugefügt hatten, die nicht unbedingt im Gesetz des Mose, im Gesetz Gottes im Alten Testament geschrieben stehen. In jedem Fall heißt es hier, es war aber nahe das Laubhüttenfest der Juden. Und da sprachen seine Brüder zu ihm, mach dich auf von hier und geh nach Judäa, damit auch deine Jünger, also hier auch wiederum die deutliche Unterscheidung, damit auch deine Jünger die Werke sehen, die du tust. Niemand tut etwas im Verborgenen und will doch öffentlich etwas gelten. Willst du das, so offenbare dich vor der Welt. Vers 5. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Also deutlicher kann es nicht mehr gesagt sein. Seine Brüder glaubten nicht an Christus. Von daher können die Brüder nicht die Jünger Jesu Christi gewesen sein zum damaligen Zeitpunkt. Vers 6. Und da spricht Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da. Eure Zeit ist alle Wege. Die Welt kann euch nicht hassen. Mich aber hasst sie. Denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Mit anderen Worten, ihr gehört zur Welt. Ihr seid nicht meine Jünger, ihr glaubt nicht an mich. Ihr gehört nach wie vor zu dieser Welt. Vers 8. Geht ihr hinauf zum Fest. Ich will nicht hinaufgehen zu diesem Fest, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Heißt das nun, dass Christus das Gesetz Gottes brach? Das ja vorschrieb, dass man das Laubhüttenfest halten musste. Keineswegs. Es ging hier lediglich darum, dass Christus nicht das Fest öffentlich halten wollte. Er wollte zumindest am Anfang nicht öffentlich erscheinen. Und so lesen wir auch in Vers 9. Das sagte er und blieb in Galiläa. Vers 10. Als aber seine Brüder hinaufgegangen waren zum Fest, da ging auch er hinauf. Nicht öffentlich, sondern heimlich. Aber dann später, zur Mitte des Festes, hat er angefangen, dann auch zu predigen. Natürlich hielt er das Gesetz. Christus war ohne Sünde. Er hat kein einziges der Gesetze Gottes verletzt oder gebrochen. Hätte er das getan, hätte er gesündigt. Hätte er gesündigt, wäre er nicht ihr und mein Erlöser. Es war notwendig, dass Christus im Fleisch die Sünde besiegte, dass er ohne Sünde blieb. Aber auch hier sehen wir wiederum, dass zum damaligen Zeitpunkt seine Brüder nicht an Christus glaubten.
Doch wir lasen auch, dass selbst Maria scheinbar nicht an Jesus glaubte. Die war ja mit den Brüdern gekommen, um Christus davon abzuhalten, im Hause zu predigen. Doch wie kann das sein? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man sich überlegt, was alles damals Maria verkündigt worden ist durch den Engel? Nicht nur durch den Engel, wie wir jetzt sehen werden. Und gleichwohl hat sie dann später Zweifel bekommen an dem, was Christus tat. Schauen wir uns zunächst einmal Lukas Kapitel 1 an. Lukas Kapitel 1, angefangen in Vers 30. Lukas Kapitel 1 und angefangen in Vers 30. Der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Alles dies wurde Maria verkündigt, dass Jesus Christus der kommende Weltherrscher sein würde, der das Reich Gottes hier auf Erden errichten würde, der über die ganze Welt herrschen würde, der Sohn Gottes des Vaters genannt wurde. Und als dann Christus anfing, dies zu predigen, denn er predigte das Evangelium vom Reich Gottes, da bekam Maria auf einmal Zweifel, ob das denn wirklich so der Fall sein könnte. Er würde auf dem Thron seines Vaters David sitzen, der Thron, der in Jerusalem bestehen würde, wenn Christus zurückkehrt, um die Weltherrschaft zu übernehmen, wie ich sagen möchte, dies in wenigen Jahren geschehen wird. Das wurde Maria alles verkündigt. Und gleichwohl hatte sie später Zweifel. In Lukas 1 und Vers 41. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte. Elisabeth, die Johannes den Täufer gebären würde, die hatte auch ein Wunder empfangen von Gott, denn sie war nämlich zunächst einmal unfruchtbar. Und Gott hat dann es möglich gemacht, dass sie Johannes den Täufer gebären würde, und zwar 6 Monate vor der Geburt Jesu Christi. Und als Maria hörte, dass Elisabeth, ihre Verwandte, schwanger war, da ist sie hingegangen, um sie zu besuchen. Vers 41. Und es begab sich, dass Elisabeth den Gruß Marias hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Mit anderen Worten, Johannes der Täufer hüpfte in dem Leibe Elisabeths. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach: Gepriesen bist du unter den Frauen und gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Elisabeth sagte also auch hier Maria, dass Jesus Christus ihr Herr, ihr Gott sein würde. Vers 44, denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, da hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Und selig bist du, die du geglaubt hast. Denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn. Eine weitere Zusicherung, dass alles das, was der Engel Maria verkündigt hatte, erfüllt werden würde. Und Maria hatte das geglaubt. Aber wie gesagt, später kamen scheinbar Zweifel auf. Aber zunächst einmal lesen wir hier ihre Aussage in Vers 48, wo Maria sagt: Denn er, Gott, hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Nun, wir stellen fest, dass Maria im Lukas-Evangelium eine stärkere Betonung erfährt, als wir dies im Matthäus-Bericht gesehen hatten. Lukas beschreibt die Abstammung Jesu von Marias Stammbaum her, wie wir gesehen haben. Es ist Maria, zu der Engel kommt. Der Besuch Marias bei Elisabeth wird hier im Lukas-Evangelium erwähnt. Und Maria wird bei der Geburt Christi zuerst genannt. Interessanterweise lesen wir dies in Lukas Kapitel 2 und Vers 16. Lukas Kapitel 2 und Vers 16. Und sie, die Hirten, kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind, in der Krippe liegen. Und es ist auch Maria,
die Christus dafür kritisiert, dass er, als er 12-jährig war, im Tempel zurückblieb. Als die zu dem Passafest gingen und dann nachher zurückgingen aus Jerusalem, da hatten die gemeint, dass Christus dann bei den Verwandten sei und haben erst nach einigen Tagen bemerkt, dass er nicht bei den Verwandten war, sind dann zurückgegangen nach Jerusalem, haben ihn überall gesucht und haben ihn dann im Tempel gefunden, als er mit den Schriftgelehrten sprach. In Lukas Kapitel 2 und Vers 48. Und als sie ihn sahen, sowohl Maria als auch Josef, da entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm: Mein Sohn, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Aber interessanterweise zeigt das auch, dass Maria verstand, wer dem Hause vorstand. Sie sagt, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Sehen wir die Reaktion an in Lukas Kapitel 2 und Vers 49. Er sprach zu ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? In anderen Worten, wusstet ihr nicht, wo ich sein würde? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Der Tempel, seines Vaters Haus, von dem er nachher auch dann gesprochen hat, wo er sehr wütend wurde, als er sah, wie die Leute da eine Räuberhöhle aus dem Tempel gemacht hatten, wo sie da angefangen hatten, Dinge zu verkaufen. Vers 50. Und sie verstanden das Wort nicht, was er zu ihnen sagte. Sowohl Maria als auch Josef verstanden nicht, was Christus sagte. Schauen wir uns auch Lukas Kapitel 2 und Vers 33 an. Lukas Kapitel 2 und Vers 33. Das ist, als der Simeon, dieser Prophet im Tempel, die Worte sprach über Christus. Die Reaktion, Vers 33. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Schauen Sie, was hatte der Simeon gesagt? Nun, er hatte gesagt, dass er, Jesus Christus, der Heiland sei, Vers 30. Vers 31, den du Gott bereitet hast vor allen Völkern. Vers 32, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Eine gewaltige Ankündigung dessen, was Christus tun würde, was seine Funktion, seine Aufgabe war. Und obwohl Maria und Josef beide wussten, dass Jesus Christus übernatürlich geboren werden würde, vom Geist Gottes, obwohl ihnen gesagt worden war, zumindest Maria, was die Funktion, die Aufgabe Jesu sein würde, verstanden sie nicht, was Christus hier ihnen sagte, dass das Haus seines Vaters der Tempel war, der Tempel Gottes, und dass er natürlich dort sein musste, um seine Funktion anfänglich zu erfüllen. Und sie glaubten nicht, was gesagt wurde. Schauen Sie, obwohl Maria und Josef alle diese Prophezeiungen durch Gottes Engel über Jesus gehört hatten, verstanden sie gleichwohl Christi Rolle nicht. Lukas Kapitel 2 und Vers 19. Lukas Kapitel 2 und Vers 19. Es geht hier darum, dass die Hirten zu Jesus Christus kamen und den Eltern, als er in der Krippe lag. Vers 19. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Also sie hat diese Worte nicht unbedingt vergessen. Sie meditierte über diese Worte nach, aber sie verstand sie nicht. In Kapitel 2 und in Vers 51, nachdem Jesus ihnen gesagt hatte: Wisst ihr denn nicht, dass ich in dem Hause meines Vaters sein muss? Vers 51. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Der 12-jährige Jesus verstand, dass er das Gebot Gottes halten musste, seine Eltern zu ehren. Er war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Nun, aber zum damaligen Zeitpunkt verstand sie sie nicht. Als nachher Maria und die Brüder kamen, um ihn davon abzuhalten, das Evangelium zu predigen, da verstanden sie die Funktion Christi auch noch nicht. Wie wir in der nächsten Predigt sehen werden, würde allerdings eine Änderung erfolgen später im Leben der Mutter, Josef war ja bereits da schon tot, und im Leben der Brüder. Aber zunächst einmal, was kann erklären, wieso Maria, die alle diese Prophezeiungen erhalten hatte, alle diese Dinge, die 30 Jahre vorher in ihrem Leben stattgefunden hatten, dass die auf einmal
scheinbar ihre Bedeutung für sie verloren hatten, zumindest vorübergehend. Nun denken wir an Johannes den Täufer. Schauen Sie, Johannes der Täufer, als kleines Baby im Mutterleibe, der sprang vor Freude, als er den Gruß von Maria hörte, weil er in gewisser Weise, jetzt das ist sicherlich auch möglicherweise übernatürlich zu erklären, gezeigt hat, dass er verstand, in dem Sinne, dass die Mutter des Herrn war. Und dann wurde ihm gesagt, als er taufte, später im Jordan, wenn du den Heiligen Geist in Form einer Taube auf jemanden herabkommen siehst, das ist derjenige, auf den ihr warten sollt. Das ist derjenige, der der Heiland ist. Das ist derjenige, dessen Weg du bereitest. Und dann geschah es natürlich, als Johannes der Täufer Jesus taufte, dass der Heilige Geist wie eine Taube auf Jesus herabfuhr. Und Johannes sah dies. Kein Zweifel war mir möglich, dass dies Jesus Christus war. Dass dies der Heiland der Welt war. Er sagte sogar zu seinen Jüngern, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt von euch. Dem folget nach. Kein Zweifel. Und dann kam der Zweifel. Denn dann wurde Johannes ins Gefängnis gebracht, als er Herodes konfrontierte, weil er das Gesetz Gottes brach. Und dann war er im Gefängnis. Und dann hörte er von dem Wirken Jesu Christi. Und das war nicht unbedingt das Wirken, das er erwartet hatte. Der hatte wie viele andere auch erwartet, dass Jesus kommen würde, um damals schon die Juden von der Fremdherrschaft der Römer zu befreien, das Reich Gottes auf Erden aufzurichten. Sie hatten erwartet, dass er als der strahlende Held, der Messias kommen würde, der Heiland, der Sklaverei wegnehmen würde von den Juden. Die hatten nicht erwartet, dass er als das Lamm kommen würde, das zunächst einmal sterben würde, in dem Sinne, wie das dann zu verstehen war, obwohl Johannes selbst gesagt hat, er ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Aber hatte er total verstanden, dass das den Tod, die Kreuzigung Jesu Christi mit beinhaltete? Und dann, wie er lebte, was er tat. Johannes der Täufer war jemand, der zum Beispiel keinen Wein zu sich nahm, wie es heißt. Und dann sagt Christus später, ihr habt den dann als jemanden bezeichnet, der von Sinnen sei, der einen Dämon habe, weil er keinen Wein trinkt. Und ich, der Sohn Gottes, trinke Wein. Und mich beschuldigt ihr, dass ich ein Weinsäufer sei und auch einen Dämon habe. Mit anderen Worten, man kann es natürlich niemandem recht machen oder allen. Aber hier sehen wir wiederum, dass Johannes der Täufer klar und deutlich erkannt hatte, dies war Jesus Christus. Und dann, als er im Gefängnis war, vielleicht ein bisschen auch über seine eigene Situation nachdachte und unzufrieden war, über das, was er so erleben musste, und sich dann Jesus Christus gegenüber sah oder zumindest von dem hörte, dann schickt er seine Jünger zu Jesus und lässt ihn fragen, bist du es wirklich? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Schauen Sie, Zweifel können kommen, wenn Dinge in unserem Leben geschehen, die wir nicht so erwartet haben, die wir nicht so gerne sehen möchten. Und so waren auch Maria und Josef, oder zumindest Maria, zu dem Punkt gekommen, wo sie sich unklar wurden, ob Jesus Christus wirklich derjenige war, auf den sie warteten, ob er wirklich alles das so tun würde, was Gott Maria durch den Engel verkündet hat. Nun, wie wir in der nächsten Predigt sehen werden, hatte Maria gleichwohl einen gewissen Glauben an Christus. Aber wie ich sagte, sie war in ihrem Leben zur Zeit des irdischen Lebens Jesu Christi noch nicht bekehrt. Sie hatte den Heiligen Geist noch nicht. Und das erklärt auch in gewisser Weise, wieso solche Zweifel aufkommen konnten. Auf der anderen Seite, Johannes der Täufer hatte den Geist. Und auch er hatte Zweifel bekommen. Also wir brauchen nicht zu meinen, dass wenn wir den Heiligen Geist haben, von daher sind wir dann gegen allerlei Zweifel immun. Die Bibel zeigt uns deutlich, wie sehr wir aufpassen müssen, dass wir uns nicht von außer dem gewöhnlichen sich ergebenden Umständen ablenken lassen von dem, was wichtig ist, sondern dass wir uns an das erinnern und immer in unserem Herzen bewahren, was wir aus der Bibel erkannt haben, was Gott uns gelehrt hat und dass wir bereit sind, ihm zu folgen, wo auch immer er uns senden möge. Ich bedanke mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.